Hi Leute, die kosmischen Kumpanen sind heute unterwegs in Wusterhausen-Dosse am Untersee und wollen dann Richtung Kyritz hoch paddeln mit unserem neuen Intex Excursion 5. Da hatte ich schon mal eine kurze Vorstellung zugemacht und heute wollen wir das mal richtig einweihen. Wir sind jetzt hier auf dem See, da ist Dom, der packt unsere Sachen gerade hier. Wir haben hier ganz gut unsere Rucksäcke zum Schlafen und haben jetzt erstmal nur eine Nacht. Für heute. Für heute. Genau. Und da hinten geht's dann hin. Da wollen wir dann um die Ecke fahren, nach Kyritz hoch und mal schauen, wo wir da unser Lager aufschlagen. Wettertechnisch sieht es eigentlich ganz okay aus. Es ist ziemlich windig, das ist ein bisschen blöd, aber ansonsten ist es ganz in Ordnung. Heute Nacht soll es trocken bleiben, nachts so 15 Grad, sollte eigentlich ganz okay sein. Also denn, bis später! Das ist die Hertha. Auf der Hertha wurde Hertha BSC gegründet, der Fußballverein. Und die fährt hier an uns vorbei. Ja, die wurde jetzt aber wohl verkauft. Die soll, glaube ich, ab nächstem Jahr dann woanders in Berlin oder so fahren. Sehr schade, weil die war eigentlich bis 2019, wenn ich mich recht erinnere, noch zugelassen hier. Also die hätte man noch fahren lassen können. Boah, es ist richtig windig heute. Richtig starke Sturmböen. Ja, und da hinten geht's jetzt hin. Immer weiter, immer weiter. Ja, vor allem wenn ich rudere. Was trinkst du schönes? Natürlich. Ja, für das See. Los, zu der Wanderrad an. Ah, schön. Guck mal, die Sonne kommt noch raus. Ich brauche unbedingt mal eine neue Kamera kaufen, wo ich einen Sucher dran habe. Ich habe so oft, dass ich einfach nicht sehen kann. Ja, hier gibt es überall tolle Stellen. Richtig schön. Wir drehen uns. Ich muss weiter rudern, Leute. Die Farbe passt auch. Wir haben jetzt hier einen Lagerplatz gefunden und nun werde ich in den Hafen gezogen. Ich habe einmal gepfiffen, da kam der Schlepper. Ich kann mal einmal noch kurz. Ne? Sind also nicht allzu weit gefahren heute, wir haben ja nicht so viel Zeit. War ja 15:30 schon, als wir los sind. Hier vorne ran, wa? Ja. Mal nach Pause. Ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt angelegt und haben uns entschieden, jetzt erstmal hier zu bleiben für die Nacht. Und das ist dann nämlich hier vorne. Hier. Dann geht noch eine Runde schwimmen. Ja, also ich werde wahrscheinlich hier vorne mein Boot nach, das Boot nachher ins Wasser lassen, werde es hier an drei Punkten anbinden und da und werde dann im Boot schlafen. Werde die Sitzkissen rausnehmen und werde mich dann ins Boot packen und da drin pennen. Und Dom wollte genau hier vorne der Baum und dann der große Baum hier irgendwo seine Hängematte aufspannen. Das war ein ziemlich großer Abstand, sehe ich gerade. Muss er mal schauen. Oder der hier. Naja, mal schauen, wie er das macht. Ach, hier ist ja sogar schon so was dran. Ich glaube, hier hatte schon mal jemand. Ach nee, das ist aber zu dünn die Schnur, um damit eine, ja, da eine Hängematte dran zu machen. Kann man wohl vergessen.
Ja. Jetzt, ich denke mal, ich werde jetzt einfach nur nach 30 Minuten Aufnahme, wie Dom schwimmt, dranhängen an das Video und dann ist es fertig. Cool wäre, wenn Dom eine Mütze auf hätte, die aussieht wie eine Haifischflosse. Ich glaube, er schafft nicht ganz die 60 Meter pro Sekunde, die so ein Hai schaffen kann. Er wird gleich von der Böe erfasst. Ja, das Boot werden wir aus dem Weg packen, dann kommt hier noch die Feuerschale hin. Und dann mal schauen, was heute der Abend noch so bringt. Kann ich auch noch mal in die Richtung noch mal ein bisschen. Da hinten kommt nachher die Badeanstalt Kyritz. Und wir haben noch eine Bootstour geplant, da werden wir dann noch viel weiterfahren und werden dann noch in Borg wieder an Land gehen, werden dann um den ollen Staudamm oder was die da gebaut haben, drumherum tragen das Boot und wieder rein und können dann in den Obersee. Und da gibt es dann auch richtig, richtig, richtig schöne Stellen. Aber das ist dann erst bei der nächsten Bootstour. Heute war es nur mal gedacht, das kleine Ding mal einzuweihen hier. Und es sieht schon aus wie ein Schlachtfeld. Ja, Getränke und Essen und Schlafsachen und naja, kommt dann doch einiges zusammen. Einfach immer im Dreieck da. Tja, Nessie gibt es also doch. Hier ist unser Lager. Dom, du verwirrst die Kamera mit deinem Oberteil. Niemals Streifen. Du trägst auch Streifen. Das ist einfarbig. Gut, ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen unseren Rum. Den letzten Schluck. Dabei hören wir noch, was hören wir, Otto? Oh, Otto, glaube ich. Oh, Otto. Also Otto Walkes Comedy-Programm. Passt ganz gut. Es ist richtig schön geworden jetzt nochmal. Echt, es ist so idyllisch. Ein ganz bisschen Wind nur noch. Vorhin war es ja sehr windig. Jetzt ist es einfach so richtig schön entspannt. Und drüben auf der anderen Seite, irgendwo da, sind auch noch Jugendliche, nehme ich an. Und muss gesehen, dass die immer mit Boot da hinten irgendwo angelegt haben. Ich weiß gar nicht, in der Wahl am hinten weiter, ne? Irgendwo da, ich weiß nicht genau wo. Irgendwo da müssten die sein. Oh, weiter auf der Seite wahrscheinlich. Und ab und zu hört man die mal. Ich denke mal, da werden wir noch ein Feuer aufblitzen sehen, wenn es dunkel ist nachher. Jetzt ist es kurz nach 20 Uhr. Hier hinten waren noch Angler, ich glaube, aber die sind jetzt weg, oder Dom? Siehst du die da noch irgendwo? Nein, die sind weg. Ich kann von hier nichts mehr sehen. Ja. Na gut. Ja, also jetzt werden wir uns noch einen kleinen Schluck genehmigen. Das war hiervon. Überlegen, wo die steht. Steht denn überhaupt drauf? Lass mal leuchten. Oder mal so rum. Leuchte mal drauf. Also, heller Kräuterlikör 35%. Und das ist das, was ich eigentlich noch zeigen wollte hier. Und das hier. Mit Pomeranzen und Orangendestillat und etwas Mintfrische.
Mintfrische, ja, interessant. Oh, er ist offen. Ich riech mal dran. Riecht ihr mal dran? Riecht nicht schlecht, oder? Ich hab's noch nicht gerochen. Du hast es noch nicht gerochen. Ich hab's noch nicht gerochen. Ich hab's auch an die Kamera gehalten. Ich hab's gerochen. Super, einwandfrei. Oh. Mach mal wieder an. Okay. Dann genehmige ich mir jetzt mal ein Stückchen. Ganz vornehm aus der Flasche wird natürlich getrunken, weil wir unsere Becher aus Versehen haben an Land stehen lassen. Wie eh und je. Schmeckt gut. Ganz edel. Das Minze schmeckt mal recht deutlich raus. Die Orange finde ich auch. Und Kräuter schmeckt man auch raus. Die Flasche des ewigen Lichts. Gefüllt mit Seelenessenzen. Und wir nannten es Knotterwasser. Das reinste Wasser auf Erden, gefüllt mit den Seelenessenzen der Erzengel. Wir nannten es Knotterwasser. Ja, so sind sie. Ja, das ist für diesen cool verantwortlich, habe ich Ehre. Ja, ja. Und schmeckt's dir? Und schon sind die Mücken da. Schmeckt's dir? Zwei, ja. Ja. Du solltest Verkoster werden. Ja. 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 Oh, noch ein Schluck. Da sind nicht so viel drin. Das sind 0,1 Liter. Oh, Mücke. Brr. Interessantes Zeug. Das Partyknatterwasser. Wie macht man aus Knatterwasser? Partyknatterwasser. Die Lebensessenz hat einen Defekt. Eigentlich, wenn ich dem Internettrend folgen will, müsste ich ja eigentlich immer so filmen. Immer hochkant. Einfache Leben. Wir hatten ja nichts. Ja, das war unsere Science Fiction. Wir mussten Flaschen nehmen und eine Taschenlampe drunter halten im Dunkeln. Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Halt mal richtig. Oh, halt mal richtig. Was den Fehler also erkannt. Das wird das von weiter weg? Sieht aus wie ein UFO. Die UFOs halt so aussehen. Sieht man da was, wenn ich ein bisschen doller Licht mache? Ja. Ah ja, jetzt könnten wir auch mal sehen, dass wir hier im Boot sind. Wow, was ist denn das? Achso, das ist hier der. Den sollten wir auch nicht fallen lassen. Hier. Warte, ich nehme noch einen Schluck. Dann kannst du noch. Hast du noch mal genommen? Schluck gerade? Nehme ich jetzt auch noch mal hin. Knatterwasser. Hier, genehmige dir den Restschluck. Müssen wir was sehen? Naja, so ein bisschen. Also ist nicht allzu tief. Hier ist die kleine Insel. Die ist hier nicht verbunden. Also es ist wirklich eine Insel. Ja. Ja. Aber hier werde ich heute schlafen, in dem Boot. Und das ist eigentlich ganz gemütlich. Schön. Alle wollen ja. Ja, super. Hat dich schmeckt? Hat Spaß gemacht. Sagen wir. Finde ich gut. Mit schicke Schleifchen hier dran. Ganz viel Mühe gegeben. Finde ich richtig gut. Ein Schuggeschleifchen. Ein Schuggeschleifchen? Mhm. Na gut, Leute. Dann sage ich mal einfach, ich weiß keine Ahnung, was ihr hier sehen könnt von.
Ja, UFOs seht ihr mir nicht. Gute Nacht. Schlaft gut. Wünschen euch die eingepackten Zwerge. Hast du auch eine Kapuze? Hast du gar nicht auf, das sind einfach nur deine Haare. Doch, komm. Geräuschlos. Ja, ich bin jetzt hier genau am Kopfende vom Boot. Ich filme jetzt in die Nacht hinaus und plötzlich passiert das hier. Wie spät ist es? 0 Uhr? Kann das sein? Später. Nach 0 Uhr? Das Boot wackelt. Wie spät ist es? 0:10 Uhr, okay. Auf der Kamera schon ein bisschen mehr aus wie ein Alien. Aber jetzt hat er scharf gestellt. Ach geil, ey, ich liege in dem Boot hier drin. Am See. Und hab da hinten noch Feuerwerk. Geil ist das denn bitte. Da wieder. Die Kamera ein bisschen komisch aus, aber spiegelt sich im Wasser. Bei mir ist genau ein Ast davor. Guten Morgen. Da ist er. Es ist Punkt 8. Gut geschlafen? Wunderbar. Ja, ist nicht schlecht, ne? Hat dir halten alles hier, auch wenn der ein bisschen krumm aussieht. Ja, ihr seht, das Wetter ist schön. Richtig schön. Und wir werden es bald zusammenpacken, noch Milchreis futtern und dann wieder zurückfahren. Weil heute Mittag werden Burger gegrillt. Ich habe hier drin geschlafen, in meinem Schlafsack. Oh Leute, es war super. So richtig super. Nachts ist es noch einmal ein bisschen windiger geworden. Und dann kamen wieder Wellen. Und das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Gib dir mal eine Weisheit mit. Hast du eine Weisheit? Ganz spontan. Weisheit, ne? Eine Weisheit? Backsteine sind schlecht für die Zähne. Immer drauf achten, Leute. Immer drauf achten. Es kann jeden treffen. So. Wir sind wieder angedockt oder haben angedockt. Es sind doch ein paar dickere Quellwolken noch zu sehen. Und dann werden wir jetzt noch soweit zusammenpacken, unsere Sachen. Rucksack rauf, die leichteren Sachen lassen wir drin liegen und dann tragen wir das Boot zurück. Haben wir nicht weit, fast 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann haben wir es geschafft. Ja, damit verabschieden wir uns. Und ja. Auf Wiedersehen. Melden euch. Melden uns dann zur nächsten Tour wieder. Wo genau die dann sein wird, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht Bootstour, hatten wir ja gestern, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Ja. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen angenehmen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like oder abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.